Mir hat diese Kampagne sofort so gut gefallen, dass ich gesagt habe, da müssen wir mitmachen. Erinnern wir uns, wie es war vor 100 Jahren. Es war gerade Krieg gewesen, die Frauen hatten mit wirklich Aufbringung aller ihrer Kräfte es geschafft, das Frauenstimmrecht durchzusetzen. Und ich kann sagen, dass ich heute froh und dankbar bin, dass ich mit jetzt 25 Jahren ein kommunalpolitisches Mandat haben kann und auch 13 Jahre den Vorsitz der Frauenbrücke machen kann, weil diese Frauen gekämpft und sich durchgesetzt haben. Meine Erfahrung allerdings ist, in all die Gremien, in die man rein will, kommt man nur mit sehr viel Durchhaltevermögen und natürlich der Solidarität von Frauen. Deshalb ist es mir auch sehr wichtig, wenn wir jetzt im nächsten Jahr sehr viele Wahlen haben, dass wir genau hingucken, welche Parteien treten an, wie stehen die zur Gleichberechtigung von Frauen, damit wirklich nicht über uns, sondern mit uns entschieden wird. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam als Lobby der Frauen, der Deutsche Frauenrat und auch die Frauenbrücke Ost-West es hinkriegen, dass diese Wahlen gut ablaufen. Tschüss.